Jeder Mensch ist in seinem Verhalten variabel. Jeder Mensch stellt sich den Anforderungen des täglichen Lebens auf seine Art. Wie wirkt sich das auf seine Lernfähigkeit aus? Wie stark schwanken Gehirnleistungen je nach Tagesform und warum? Macht die Beanspruchung das Gehirn tatsächlich fitter? Bestehen dabei Unterschiede zwischen alt und jung? Diese Fragen stellte sich auch der Entwicklungspsychologe Ullmann Lindenberger vom Max-Planck-Institut Berlin. Mit seinem Forscherteam hob er die bislang größte Studie zu diesem Thema aus der Taufe. Man kann sich natürlich fragen, warum wir so eine aufwendige Studie überhaupt unternehmen, die uns ja auch viel Mühe kostet und die sich über ein Jahr erstreckt. Es gibt hierfür eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist unser Interesse an der Plastizität von Entwicklung. Was meint man damit, wie sich Entwicklung anders gestalten kann, wie sich Entwicklung verändern kann, wenn man die Bedingungen ändert? Also zum Beispiel, in welchem Maße Personen ihre Leistungen im Gedächtnis, im Denken, im logischen Schließen verbessern können, wenn sie sich mit solchen Aufgaben intensiv beschäftigen. Und normalerweise ist es so, dass man in solchen Experimenten sich das vielleicht anschaut für 2 Sitzungen, für 3 Sitzungen oder für 4 Sitzungen. Und man eigentlich nicht so recht weiß, was passiert, wenn Personen solche Aufgaben über einen längeren Zeitraum üben. Und in unserem Fall sind es halt 100 Sitzungen und damit schon fast so etwas wie ein neuer Lebensstil, der sich bei den Personen, die an diesen Studien teilnehmen, einstellt. Und die langfristige Vorstellung besteht natürlich darin, sich zu überlegen, wie wir die Altersverläufe, also wie wir das Älterwerden verändern können, wenn die Bedingungen, wenn die Umweltbedingungen anregender sind, als sie es gegenwärtig sind. Durchaus auch mit der langfristigen Perspektive solche Trainingsprogramme für ältere Menschen, auch für jüngere Menschen zu entwickeln, und zwar in einer Weise, die wirklich wissenschaftlich abgesichert ist. 200 Probanden, 100 junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 30 Jahren sowie 100 ältere Erwachsene im Alter von 65 Jahren an aufwärts nehmen an der Studie teil. An 100 aufeinanderfolgenden Tagen lösen sie in jeweils einstündigen Sitzungen Denkaufgaben verschiedensten Schwierigkeitsgrades und unterschiedlichster Couleur. Wir haben versucht, einen ganzen bunten Strauß an Aufgaben zusammenzustellen für die Studie, um damit einerseits kognitive Fähigkeiten ähnlich breit zu repräsentieren, wie das üblicherweise in Intelligenztests der Fall ist, und andererseits auch für die Motivation der Studienteilnehmer zu erreichen, dass für jeden etwas dabei ist bei den Aufgaben. Im kleinen Kreis von höchstens 5 bis 6 Personen werden die Teilnehmer optimal vorbereitet. Annette Brose erklärt den Ablauf der Studie und die zu bearbeitenden Aufgaben. Zunächst erstmal gibt es Aufgaben, die im ersten Moment sehr leicht erscheinen können. Dabei geht es um Dinge wie zu beurteilen, ob diese Buchstabenreihen, die Sie hier auf der rechten Seite sehen, gleich sind. Also man vergleicht R, W, Y, X, R mit der Buchstabenreihe R, S, Y, X, R und stellt eben fest, dass sich hier der zweite Buchstabe W von dem zweiten Buchstaben hier S unterscheidet. Gründliche Vorbereitung bedeutet auch Berührungsängste abbauen. Ich habe noch eine Frage. Ich sehe hier überall Computer stehen. Mhm. Ist jetzt Voraussetzung, dass man computermäßig wirklich schon sehr weit fortgeschritten ist, Vorkenntnisse hat? Sind das alles Computerprogramme? Ich muss sagen, ich bin noch ein relativer Anfänger. Ich habe zwar auch einen Laptop zu Hause, aber sogar hundertprozentig bin ich da noch nicht firm. Also das wäre wahrscheinlich ein Hinderungsgrund, hier jetzt teilzunehmen. Da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Wir werden Sie ganz langsam sozusagen an dieses Medium heranführen. Also es ist auch möglich, wenn man noch nie quasi eine Tastatur vor sich stehen hatte, diese Aufgaben trotzdem zu bearbeiten. In der Tat erweist sich die Handhabung des Computers als denkbar einfach. Bei den Tests, bei denen es auf Schnelligkeit ankommt, hilft eine Eingabebox mit großen farbigen Knöpfen. So ist sichergestellt, dass Unterschiede, die mit Sehleistung und Geschicklichkeit zu tun haben, möglichst gering gehalten werden. Nicht nur die Ergebnisse der Tests interessieren die Wissenschaftler, sondern auch die persönliche Befindlichkeit, unter denen die Aufgaben bewältigt werden. Ein Thema, mit dem wir uns hier schon länger sehr intensiv beschäftigen, ist die sogenannte Tagesform von kognitiven Leistungen. Man beobachtet, dass wenn man sich die Mühe macht, Leute wiederholt zu untersuchen, dass
Kognitive Leistungen schwanken. Jeder Mann kennt es, dass man an manchen Tagen zu besseren Leistungen in der Lage ist und an manchen Tagen das nicht so gut hinbekommt. Wir versuchen, hier solche Prozesse systematisch zu analysieren, indem wir eben Personen dieselben Aufgaben über sehr viele Tage wiederholt vorgeben. Und das wird uns hoffentlich auch erlauben, die systematischen Zusammenhänge der Leistung bei verschiedenen Aufgaben genauer zu betrachten und herauszufinden, ob sich die Strukturen, die bei der Betrachtung von Unterschieden zwischen Personen gefunden wurden, auch innerhalb von einzelnen Personen nachweisen lassen. Und deswegen erfassen wir jeden Tag aufs Neue, wie die Personen geschlafen haben, wie lange sie geschlafen haben, ob sie irgendwelche körperlichen Beschwerden haben oder ob sich etwas in ihrem Leben ereignet hat. Und wir versuchen dann, diese verschiedenen Variablen daraufhin zu untersuchen, ob man eben damit möglicherweise diese Schwankungen erklären könnte. Ein Novum im Max-Planck-Institut. Die Studie wird wegen ihres großen Umfangs ausgelagert. In einem Gebäude der Humboldt-Universität in Berlin-Mitte finden sich vorübergehend ausreichend Räumlichkeiten. Wegen der zentralen Lage eine zweckmäßige und komfortable Lösung. Jeder Anwesenheitstag wird penibel kontrolliert und im persönlichen Kalender abgestempelt. Und regelmäßig gibt es eine kleine Belohnung. Du hast die 25. Sitzung heute. Ach echt, ja? Ja, es ist Viertel rum. Und dafür bekommst du von uns als Dankeschön eine Schachtel Merci. Auch wenn ich zu spät bin. Auch wenn du immer zu spät kommst, okay. Ist es trotzdem die Merci. Und vergiss dein Heft nicht. Welchen Raum ist ich? 213. Okay. Nach dem 50. Besuch gibt es dann unseren schicken Max-Planck-Regenschirm. Ja, da wird sich auch meine Frau drüber freuen. Ihre Frau, also ja. Super. Und zum Schluss am Tag 100. Ja, tschadadadam, eine Urkunde. Oh, super. Hey, Dankeschön. Super. Hallo. Hallo. Oh ja, Sie haben sich am ausgedruckt, Ihre ja, Ergebnisse ja, heute. Ja, wie immer. Und? Natürlich spielt irgendwann auch der persönliche Ehrgeiz eine Rolle. Der Ausdruck der täglichen Ergebnisse gibt Aufschluss über den Stand der Dinge. Na, die Zahlwortpaare sind gut. Welches ist denn richtig viel besser geworden? Haben Sie das schon so mal geguckt? Rechnen und Alphabet. Klasse, das sieht aber auch richtig gut aus. Boah, gestern hatte ich 200 da dabei, bei Zahlen und wo. So ist das. Nicht jeder Tag ist gleich, deswegen machen wir es ja so oft. Deshalb habe ich ja auch einmal Zahlwortpaare nur 0% gehabt. Wie findest du dein Ergebnis? Gut. 90% Wörter merken. Super. Super. Also, tschüss. Nicht überraschend, junge Leute erweisen sich im Vergleich zu den Älteren im Denkmarathon als die deutlich schnelleren. Die Ergebnisse der Studie, in der auch die Hirnaktivität und die Gehirnstrukturen vor und nach dem Training erfasst werden, sind noch nicht ausgewertet. Bereits jetzt lässt sich jedoch absehen, dass auch die älteren Erwachsenen ihre Denk- und Gedächtnisleistungen gesteigert haben. Da noch niemand vorher so eine oder eine ähnliche Studie durchgeführt hat, hatten wir natürlich so unsere Bedenken, ob das alles auch so klappen würde, wie wir uns das vorgestellt haben. Würden wir genug Teilnehmer finden, die bereit sind, sich auf solch eine Studie einzulassen? Würden alle auch wirklich 100 Tage lang kommen oder irgendwann die Studie abbrechen? Und würden die Leute die Aufgaben auch mit der nötigen Motivation 100 Tage lang durchführen oder irgendwann beginnen, sich einfach nur noch lustlos durch die Aufgaben hindurchzuklicken? Ja, und unsere Erfahrungen waren eigentlich oder können als durchweg positiv bezeichnet werden. Wir hatten relativ schnell Personen gefunden, die sich für die Studienteilnahme interessieren. Was wir gemerkt haben im Laufe der Studiendurchführung war, dass die Personen sehr motiviert waren, zu uns zu kommen. Und wir haben jetzt eben auch dann gegen Ende der Studienteilnahme der einzelnen Personen gemerkt, dass diese sich sehr bedankt haben dafür, dass sie teilnehmen durften, dass sie gerne gekommen sind. Also mir hat dieser Test hier sehr viel Spaß gemacht. Einmal, weil man auch mal was anderes gemacht hat. Und ich glaube auch, dass mein Geist sich positiv entwickelt hat, muss ich sagen. Auf der anderen Seite kann ich das bestätigen. Ich bin jetzt zufrieden, dass ich wieder meinen Hobbys nachgehen kann, meine Frau richtig pflegen kann. Und ich muss sagen, der Computer, der vermisst mich sehr, der zu Hause. Obwohl ich hier stetig mit dem Computer gearbeitet habe, aber Spielen am Computer ist doch noch was anderes.
Was ich noch mal positiv anmerken muss, hier ist eine tolle Arbeitsatmosphäre. Es hat Spaß gemacht. Gutes Betriebsklima.